Die Wolfsburger, die sie an den weißen Trikots erkennen, gingen zwar als krasse Außenseiter in diese Begegnung, erspielten sich aber die ersten Chancen und erzielten auch ohne ihren Torjäger Kemmer das erste Tor bereits in der 7. Minute. Eismann und Pech für Torhüter Bodensky. Danach stürmte jedoch nur noch der klare Favorit Schalke und bereits 4 Minuten später hieß es 1:1. Scheer. Vorausgegangen war eine schöne Einzelaktion von Libuda. Die Rettungsaktionen der Wolfsburger kommen nun einen Sekundenbruchteil zu spät. Von diesem Zeitpunkt an wurde fast nur noch auf ein Tor gespielt, aber der Bundesligist, bei dem Pirkner und Torwart Niekbohr wegen Verletzungen fehlten, verstand es nicht, die sehr gute Abwehr der Norddeutschen zu überwinden. Die Schalker dribbelten auf dem glatten Boden viel zu lange, schossen zu wenig aus der zweiten Reihe und versuchten ihr Glück fast ausschließlich mit hohen Flankenbällen. Und wenn die Abwehr einmal überwunden war, scheiterten die Gastgeber immer wieder an dem ausgezeichneten Torhüter Grünsch. So blieb es auch nach 120 Minuten beim 1:1 und zum ersten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals kam es zum Elfmeterschießen. Es begann Thun für den VfL Wolfsburg. 1:2. Dann Van Haaren. Vorbei. Krause. Und Torhüter Bodensky hält. Beverungen. 2:2. Simon für die Wolfsburger. Und wieder gehalten von Torhüter Bodensky. Fichtel. 3:2 zum ersten Mal eine Führung für die Schalker. Eismann. Er trifft nur den Pfosten. Wittkamp. Hier hält Torhüter Grünsch. Wischniewski. Weit vorbei. Pohlschmidt und das 4:2 ein glücklicher Sieg für den Bundesligisten.